Macht überhaupt keinen Sinn, aber egal. So weit braucht man denn für die Kiste? Und die ist ja gar nicht aufgeführt, ne? Rohstoff, Werkzeug, Möbel. Ich glaube, bei Möbel ist die Kiste. Mima, Möbel. Und wir brauchen 10 Holz. Und Nägel und so was, ja. Das wäre aber löblich. So, hier haben wir auch ein bisschen Platz. Dann packen wir da rein. Aber das hier, Zack. Mal Stroh rein. Dann mal rum und dann haben wir Stroh rum. Aber der schlecht. So, nehmen wir noch ein Stück Holz dazu. Da, da, da. Einmal Holz. Dann können wir schon mal die erste Kiste her tun. So, Holzscheiter rein und zack. Jetzt Unverbindlichkeit. Kann die dann auch so wie bei anderen Spielen einfach so, ach, ich schlafe jetzt hier. Gut, na. Ist es nicht, oder ist einfach tot. So. Ja, er ist zwar todmüde, aber. Ach Mensch, ich muss den Kiste noch herstellen. Idiot. Haben wir Nägel da? Nein. Ja, doch, haben wir. 69. Okay, das sollte reichen. Nägel rein, Sägen raus, Bretter rein und Hammer. Ist ja Hammer, wir haben keinen Hammer. Da ist der Hammer. Und Hammer rein. Und los geht's. Uiuiuiuiui. Schon haben wir die Kiste. Tada! Eine Kiste. Von hierher. Keine Ahnung. Nehmen wir in die Hand. Und dann packen wir die wohin? Nee, das ist so. An der Stelle ist auch blöde eigentlich, ne? Hinten hat man die Kiste. Ist sie hier mal? Das Boom. Kiste. Oder draußen? Draußen noch hell. 19 Uhr dran, man müsste eigentlich auch die Kiste hier draußen platzieren, ne? Rein theoretisch, hypothetisch, nackadetisch, zack, Kiste. So, das aufheben, das haben wir keinen Platz mehr für, sagte. Und jetzt haben wir hier draußen eine Kiste. Das ist super. Das heißt, wir können ja auch Werkzeuge da rein tun, die wir draußen brauchen. So was hier erstmal kurz. Ein bisschen Sortiererei. Mörtel brauchen wir ja drin und Gießkanne eher draußen und solche Späße. Gut, wir brauchen jetzt gleich hier nicht die Axt, aber das hier. Also falls wir jetzt wirklich mal Platz brauchen, so, ne? Hier haben wir noch Stöcke. Ich sag, wir haben noch Stöcke. So, da muss ich mal kurz auf. Ruf mich, Lady. Ob sagen, die beißen nicht oder irgendwas, ne? So, 10 Stück davon mal kurz. Zack, und Ringarm. Dann kann er den weitermachen. Und den organischen Kram kann ich auch hier reinschmeißen. Organischer Kram. Der Baum könnte so ein bisschen aus dem Weg gehen. 15, ja, ich weiß, ich bin todmüde. Aber trotzdem, ich möchte den organischen Kram erstmal wegräumen. Ich kann auch die Kisten hinten brauchen oder nehmen erstmal oder irgendwas haben wir ja. Man könnte so vieles. So. Das ist am Düdeln. Müssen wir auch noch Wasser gucken. Ich glaube 70, 55. Wir brauchen eher was zu essen. Dann essen wir auch noch was. 69 ist jetzt nicht der Hit. Jetzt haben wir so ein angefangenes Paket hier, aber auch. Mega. Gibt das auch? Nee, das gibt eigentlich nur Nahrung. Eigentlich. Okay, trinken wir mal einen Schluck. 99, tralala, dann können wir schlafen gehen. Gute Nacht! So, 5:23 Uhr. Aus Schaden wird man klug, habe ich mal gehört. Ich packe das in den Räuchern mal ab. So, wir müssen mal trinken. Ist das Ding auch leer? Wunderbärchen. Oh ne, warte mal. Zack, bumm. Ja, jetzt eigentlich ausrüsten. Danke. Kann ich auf den zugreifen? An sich sagt sie.
Ja, aber. Nee, der ist direkt wieder instant voll. Und auskochen. Wunderbar. Wenn wir hier aus online Schluck nehmen. Jodele. Wir hatten Dunk, oder? Ja, wir haben Dunk. Weißt, wir können wieder Bäume pflanzen, sofern es draußen hell ist. Allerdings. Ich würde tatsächlich hier unten noch einen Baum pflanzen. Zack, Bäumchen gepflanzt. Oh wow, Kompost. Gleich next one, please. Und da ist ein Baum, da ist ein Baum, da ist ein Baum. Wow. Hallo, Salamander oder wo auch immer du bist. Ich pflanze jetzt da mal rein. Nur weil wir es können. Zack. Ah, langsam 9 Bäume. Immerhin. Immerhin. Wir sind mal gespannt, wie das nachher sich hier alles entwickelt. Da ein Bäumchen, hier ein Bäumchen. Ach, ist das Bäumchen. Letztes Mal habe ich ja mehr außen die Bäume gepflanzt und jetzt pflanze ich sie ein bisschen dichter aneinander. Und wir hoffen, dass dann diese Grünflächen auch schneller zusammenkommen und mehr entsteht und so, ne? Also so meine Hoffnung, sage ich mal einfach, wie es ist. Ist das denn schon wieder fertig gewesen? Tatsächlich. Restlichen Punkt da rein. Na gut, da haben wir 10 plus 1, das geht. Dann die Sense vielleicht mal nehmen. Dieser Sense, da haben wir sie. Können wir wieder mehr Dunkel herstellen. Boah. Also kannst du mir zeigen, wo die Hake ist. Alter. Die ist wesentlich schneller hier auf. Kalt Power! Sag ich nur. Wow. So. Tick-tick-tick-tick-tack. I got the power. Ja, sag ich doch. Na, Schnuffi-Duffi? Na? Treffen muss man nur noch können. Dann wäre alles gut. So, dann brauchen wir gleich Mais. Also Mais haben wir jetzt, glaube ich, 20 oder 30 gepflanzt mittlerweile. Also da waren wir auch ganz, ganz fleißig. Indem wir eben nicht den Fehler gemacht haben, am Anfang den Mais zu essen, sondern ihn direkt zu verwerten. Mit dem Samenmacher. Gedöns. Und dementsprechend, ja, haben wir dann nachher mehr Mais, hoffe ich. Aber die Frisur, was ist mit der Frisur? Die sieht doch. Die sieht doch stylisch ömmerlich aus oder so ähnlich. Irgendwas von Dauerwelle oder so, ne? Zumindest wenn man von hinten guckt. Sieht ja so ein bisschen. Nee, das soll Krüsselhaar sein, keine Ahnung. Grauselig. Grauselig. Grausig, wollte ich glaube ich sagen. Nee, das ist so irgendwie grausig. Keine Ahnung. Also. Ja. Vor allem, eigentlich müsste die Frisur ja noch wachsen, ne, in der Zeit, wo wir hier sind. Und man findet eine Schere oder sowas. Aber ob dann die Frisur besser wird, ich weiß es nicht. So, wenn man sich selber erstmal die Haare schneiden muss. Ne? Gut, wenn man selber macht. Ja. Mhm. Geht sogar mit dem Haartrimmer nicht so toll. Ich meine. Wenn es zu dämlich ist, den Aufsatz richtig hinzusetzen. Aber na gut, dann hat man meine Kurzhaarfrisur im Winter. Ist auch toll. Und ich schwitze trotzdem. Das ist Wahnsinn. Achso, ich trinke auch gerade heißen Tee. Ja gut, dann könnte man auch mit Kurzhaarfrisur schwitzen können. Im Winter. Na, das kann ja in die Hose gehen, aber sowas von. Aber. Egal, Hauptsache Survival. Solange wir überleben, ist doch alles gut. Und außerdem bist du ja eh alleine. Da sieht keiner die schöne Frisur.
Ja, das wollen wir gar nicht lesen. Sollen wir anfangen mit Hören? Ich sehe dann grün. Oder lila oder so. Keine Ahnung. Ich will nur das Zeug hier sammeln. So. Das muss man ja nicht fünfmal lesen, ne? Steht hier. Ja. Wir müssten eigentlich schon wieder Holz hacken. Holz hacken, Holz hacken. Lalala. Komm, jetzt habe ich eh wieder alle Dinger bei mir. Gut, gießen müssen wir gerade nicht. Das ist ein guter Vorteil, würde ich sagen. Du bist ja auch noch nicht fertig. Nee, ach, ach, der braucht noch Ewigkeiten. So. Nebenzeug kann ich auch noch unendlich kriegen. Scheint mir. Demnächst Grünzeug. Ich weiß nicht, ob wir dann Kühe füttern können oder sowas. Irgendwann. Also Schweine habe ich auch schon gesehen. Also nicht lebendig hier am Rumbuseln, aber ja. Dass man Schweinefallen bauen kann. So ein Spaß. Doch schon mal was. Also. Zumindest in den Rezepten stand sowas drin. Ja. Da, 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 da. Ich meine, von dem Zeug haben wir echt eine Menge hier rumfliegen, ne? Heißt, wir können eine Menge Dunk herstellen und deswegen würde ich auch eine zweite Dunkmaschine gleich hinstellen. Wäre gar nicht so dämlich. Weil wir haben jetzt 99, 71, boah. Es funktioniert nicht mehr. Ich könnte es mit einer Schleifstein an der Werkbank reparieren. Okay, das ist gut, dass du es sagst. Wie habe ich nasse Füße? War ja auch die ganze Zeit im Regen, ne? Jetzt ist schön toll. So, vielleicht ist auch schon wieder ready. Kannst du die hier austrinken? Na, nicht wirklich, ne? So, das essen wir mal schnell. Jum, 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 jum. So. Warte mal, haben wir ein Werkzeug? Haben wir noch? Dann würde die Landwirtschaft gucken. Wasserspender, Kondylie. Ja, ich brauche gar nichts von dem Ganzen. Ich brauche Holz. Holz oder Holzbretter? Holzbretter. 10 Holzbretter. Okay, das sollten wir hinkriegen. Und Hammer, glaube ich, war das. Ne? Ich habe es schon wieder vergessen. Ey, wie schnell ich Dinge vergesse. Es ist manchmal echt nicht mehr feierlich. So, die Kiste ist aufräumen mit einem... Hier ist der Schleifstein. Können wir Ding mal schleifen. Ich glaube, dann haben wir jetzt erstmal genug davon geholt. So, Schleifstein und Sichel. Und schleifen, bitte. Also, wir haben jetzt 99, 71, tralala, wir haben gleich 200 oder so. Im Schrank ist auch noch was. Das ist nicht so wenig. So, dann brauchen wir eine Äste, das Zeug. Wenn man zweimal reinlegt, geht's gar nicht. Ist total bescheuert. Aber ja. Hatte ich schon gesagt, dass wir da auch noch welche von haben. So, Dings. Tralala. Ich müsste noch mehr Äste haben. Eigentlich. Ja gut. Eigentlich. Was mache ich da? Dieses Wasser ist gekocht, tralala, bauen irgendwas. Weiß nicht, wenn wir die Gießkanne. Achso, draußen. Ich kann direkt. Oh lol, Leute. Ich kann tatsächlich durch die Wand greifen. Wallhack! 3000. Würde ich sagen. Wallhack, aber sowas von. Ich muss auch die Säge schleifen, ne? Ach du Scheiße. Wir müssen auch noch die Säge schleifen. Ja, moin. Schleifen wir die Säge gleich mit. Ist die auch wieder ready. Also fertig für den nächsten Einsatz. So. Mal ein Stück Schokolade essen, ne? Die brauchen wir später noch, glaube ich.
So, 44 Nägel, tralala, ja, sieht gar nicht so verkehrt aus. So, wir brauchen jetzt Holz und die, achso, den Stein kannst du auch mal rausnehmen.